Radio Feuer. Regionalliga Bayern, der 24. Spieltag, letztes Heimspiel für die Würzburger Kickers. Unser Mitarbeiter Jürgen sprach vor dem Spiel mit einigen Fans. Ja, Würzburg Radio unterwegs hier im Stadion, im Flyer Alarm Arena. Ich bin jetzt hier gerade bei einigen Fans der Würzburger Kickers mit Anhang. Und mal ganz kurz, wie sieht's heute aus? Würzburger Kickers gegen FV Illertissen. Sieg für Kickers, das ist logisch. Wie hoch? 2-1. Wer soll heute gewinnen? Die Roten. Die Roten, also. Sie kommen aus Illertissen und sind der Herr? Friedel. Der Herr Friedel aus Illertissen. Der FC Kickers Würzburg hat ja in der Hinrunde in Illertissen gewonnen. War es da noch nicht so gestärkt, die Mannschaft, oder was war da los? Also möchte man so sagen, Illertissen ist nicht auf dem falschen Fuße erwischt worden, sondern einfach noch nicht so weit gewesen, um diese Mannschaftsleistung, diese geschlossene Mannschaftsleistung zu bringen. Prima, Herr Friedel. Und Tipp für das heutige Spiel? Ein Tipp, es könnte unentschieden ausgehen oder knapp für den einen oder anderen. Also Würzburg ist zu Hause sehr stark. Wir wissen das von der letzten Saison. So, und wir sind weitergezogen. Wir haben jetzt hier einen Ordner von den Kickers. Wie sieht es denn eigentlich heute aus? Meinst du, es wird ein richtig friedliches Spiel mit den Zuschauern? Weil es sind doch ein paar Illertissener dabei, mehr als wie von den anderen Vereinen? Ja, die sind eigentlich ziemlich human, sind ruhig. Mal schauen, ob sie ein wenig Stimmung bringen. Ja, und was meinst du, geht heute ein bisschen mehr hier bei uns draußen? Man wollte es hoffen, dass er sicher rauskommt. Ah, was tippst du denn überhaupt jetzt? 2-1. 2-1, oh, das hört sich gut an. Also ich gehe höher, ich sag mal 3-1 gegen Illertissen. Schließlich hatten die Kickers in Illertissen gewonnen. Nichts gegen Illertissen, die sind Zweiter, aber die werden dann heute noch das irgendwie kennenlernen. Hoffen wir mal. Also danke dir und viel Spaß heute noch bei deinem Job. Musik dazu gewünscht von den Spielern der Würzburger Kickers. So, von Illertissen auf der Seite rüber in den legendären B-Block. Man hört zwar noch nichts, aber ich denke mal, die Jungs, die werden aufwachen nach dem fünften Bier. Jetzt habe ich den Florian. Ich Florian hier vom B-Block da. Was sagst du dazu, dass die Illertissener momentan auf dem zweiten Platz stehen? Ja, die haben sich's verdient, ganz klar. 11 Siege in Folge, das ist natürlich, ne, das ist eine Hausnummer, aber den 12. wollen wir denen nicht geben. Ne? Ja, was schätzen, wird es ein Sieg von uns hier? Ah, ich hoffe auf ein Unentschieden vielleicht. Ne. Sind gut, die sind gut in Form, aber im Hinspiel haben wir 3-0 gewonnen, also da soll sich schon was machen lassen. Ja, ihr habt ja euch hier zahlreich versammelt. Wann wollt ihr mal Gegenparole gegenüber den Illertissenern machen? Die hört man ja richtig laut hier im Stadion. Noch hört man sie in der Halbzeit, wenn jeder genug getrunken hat, dann geht es auch bei uns los. He? Alles klar, also du bist zufrieden mit dem Unentschieden. Was sagt dein Nachbar? Ja, auch. Also, Würzburger Fans, B-Block, sind zufrieden. Wer ist denn für einen Sieg hier? Okay, hier haben wir einen Sieger. Was tippst du denn, wie viel? 2-0 für die Kickers. Aber da möchte ich auch mal was hören jetzt von euch. Also Leute, ne? Also gut. 2-1 für die Kickers. Wir gehen mal ein Stück weiter. So, die Kickers, der B-Block ist jetzt langsam in Stimmung gekommen. Ich bin hier bei der Familie Zierath. Die sind hier mit zwei Kindern aufgeturnt. Was erwartet ihr heute von dem Spiel gegen den Tabellenzweiten? Ein gutes Spiel auf jeden Fall. Vielleicht das, was drin ist. Okay, wie hoch ungefähr? Mit 1-1 wäre ich zufrieden. Okay, was sagen die Jungs? Ja, ich glaube, die Kickers gewinnen es ja um 2-0. Ich glaube auch, dass die Kickers das Spiel gewinnen. Und ist die Mutter noch? Ja, sie gewinnen. Ja, also ich habe ja auch getippt 3-1, also meistens liege ich eigentlich richtig. Danke nochmal an die Familie Zierath und viel Spaß im Stadion auch hier. Danke. So, kurz nach dem 1-0 von Illertissen, die ersten Stimmen zu dem 0-1 vom Illertissen? Das hätte nicht unbedingt sein müssen. Wir haben eigentlich von Haus aus zwei sehr gute Chancen gehabt, die leider nicht genutzt wurden. Aber so ist es heute. Illertissen ist eine klasse Mannschaft. Die sind flink, die sind ballgewandt und so weiter. Aber wir müssen heute jetzt das 1-1 machen.
Ja, das war jetzt mal eine ganz klare Aussage. Ich denke mal, die Kickers kommen ins Spiel zurück, ja, weil wir, es ist ja wirklich ganz toll. Dankeschön. So, Würzburg Radio direkt nach dem 1:1 durch die Kickers. Wie ist die Stimmung jetzt hier im B-Block? Ja, natürlich super. Was ich gesagt habe, unentschieden. Ne? Ja, wir waren immer noch beim 3:1 bei mir, gell? Wie ist die Stimmung bei euch hier im B-Block? Wer bist denn du? Wer bist denn du? Ich bin einer von Würzburg Radio, Kickers Radio. Aha. Willkommen bei Würzburg. Willkommen bei uns im Block. Ja, ich meine, was meinst du, warum ich jetzt gerade hier bin? Ich finde es ja selber gut. Ich war ja früher auch gerne hier als Zuschauer. Aber was sagst du zu dem 1:1? Ja, ich freue mich natürlich. Alter, Mensch, das war eine schwere Geburt. Wir ziehen mal weiter. Corvin Behrens erzielte das 1:1 für die Würzburger Kickers mit dem Pausenpfiff. Auch ich wollte heute unbedingt Minimumpunkt holen mit unserer Mannschaft. Und naja, dass mir kurz darauf später halt so ein Tor gelungen ist, natürlich super schön für mich. Und Corvin Behrens, eine tolle Geste von dir, und wir widmen dir den nächsten Musiktitel. Hier ist Peter Wackel, den du dir selber gewünscht hast. Aber scheiß drauf. Aber scheiß drauf. Christopher Bieber, Würzburger Kickers, war gesperrt, rot gesperrt, konnte nicht spielen. Er kann im Grunde genommen schon in Urlaub gehen, 2 Spiele Sperre. Und für ihn der nächste Titel, Wolfgang Ambros, Skifahren. Pascal Bieler, ein 1:1 gegen den FV Illertissen. Wie hast du das Spiel gesehen? Ich glaube, es war ein gutes Spiel von uns. Illertissen ist ein guter Gegner. Haben sie auch streckenweise gezeigt. Aber wir haben die erste halbe Stunde, finde ich, sehr gut gespielt. Dann haben wir, glaube ich, auch mit dem ersten Torschuss gleich wieder das Gegentor bekommen. Machen dann durch ein überragendes Tor vom Korben, würde ich jetzt einfach mal sagen, hat er stark gesehen. Genau zur Halbzeit den Ausgleich. Und dann war es zweite Halbzeit ein offenes Spiel. Ich glaube, dass wir ganz gut dabei waren. Und wenn das Spiel 1:1 ausgeht, ist es halt so. Aber es hätte durchaus auch Illertissen oder wir gewinnen können. Aber ich muss sagen, ich bin zufrieden mit dem 1:1. Illertissen ist wirklich eine gute Mannschaft hier gewesen, die auch 11 Spiele in Folge gewonnen haben. Und wir haben uns tapfer und teuer verkauft. Und ich denke, zum Abschluss nochmal für diese Hinrunde ein ordentliches Spiel gezeigt. Dein Wunschtitel, die aktuelle Nummer 1 in Deutschland, Jubel. Dieter Wirsching, ein tolles Regionalligaspiel, ein 1:1, wo man lieber 3 Punkte geholt hätte, aber letztendlich, glaube ich, muss man mit dem 1:1 zufrieden sein. Ja, war ein sehr intensives und gutes Spiel. Wir haben zu Beginn des Spiels leider Gottes wieder unsere Chancen liegen lassen, sonst hätten wir schon früher auch in Führung gehen können. Und ich habe es ja gesagt vom Spiel, Illertissen braucht nicht viele Chancen, ich glaube, das war der erste Torschuss. Leichtsinniger Ballverlust in der Vorwärtsbewegung an der Mittellinie und dann spielen die zweimal steil, einmal quer, Torschuss, Tor. Ja, und dafür haben wir dann aber wirklich gut dann von schönen Fußballspielen umgeschaltet auf Fighten und wurden auch mit dem vielleicht nach außen hin auch etwas glücklichen Tor von Corvin Behrens belohnt mit einem 1:1 in der Halbzeit. Und zweite Halbzeit wollten wir alles auf eine Karte setzen. Hab dann mit Alex Dahn umgestellt auch auf 2 Spitzen und 3 offensiven Mittelfeldspielern. Und ich denke schon, dass wir die intensivere Mannschaft dann auch in der zweiten Hälfte waren. Klar gibt es ja automatisch nach hinten auch Räume. Und kurz vor Schluss hatten wir leider nicht das Abschlussglück bei der Flanke von Rico Borba am langen Pfost mit Alex Dahn und Adrian Istrefi. Sonst denke ich, hätten wir auch 3 Punkte verdient mitgenommen. So ist es einer, ist okay. Ein Wort zum Tor, ein Wort zu Corvin Behrens. Er hat sich meines Erachtens so richtig toll in diese Mannschaft reingekämpft. Ein einziges Manko, was man ihm im Moment noch so ein bisschen anders, er braucht zu viel Chancen, um das Tor dann auch zu machen. Ja, dass der Corvin alle Möglichkeiten mitbringt, er ist schnell, er hat einen tollen Schuss, ist körperlich stabil, hat eine gute Physis, hat eine gute Psyche. Ist nur eine Frage der Zeit, wann er Tore erzielt. Ja. Wenn ich ganz ehrlich bin, könnte er schon 15 auf seiner Habenseite haben, jetzt sind es deren 5. Aber das ist ein Prozess, er kommt von einem anderen Club hierher, arbeitet hier, auch ist in einer neuen Stadt, das braucht man immer auch ein bisschen Wohlfühlfaktor, da muss ja vieles zusammenpassen.
Aber er ist auf einem richtig guten Weg und dementsprechend habe ich ihn heute auch wieder sehr gut gesehen und harren wir der Dinge, was er nächste Woche in Memmingen macht. Die ersten Wechsel kamen sehr, sehr früh bei dir, direkt zur Halbzeit. Was war der Grund? Ja, Niki Wirsching hatte Gelb, war auch ein bisschen angeschlagen am Knöchel und hat heute auch, war mir zu oft nicht ganz präsent genug in den Zweikämpfen, war immer ein bisschen zwischen den Leuten gestanden. Und dementsprechend habe ich dann Joe Mensah für ihn gebracht und war nicht die schlechteste Entscheidung. Da ging es, sage ich mal, zumindest aus dieser Position dann auch wieder ein bisschen aggressiver nach vorne. Ja, aber dafür haben wir auch einen qualitativ hochwertigen und auch breiten Kader zusammengestellt. Und ist schon klasse, wenn man dann einen Joe Mensah nachbringen kann, wenn der jüngere Sechser, wie der Niki dann heute nicht ganz so aktiv und so gut ins Spielgeschehen eingreift. Und das ist eben auch ein Qualitätsmerkmal. Heute haben wir zum Beispiel auch super Christopher Bieber ersetzen können und mit Corwin und dann später auch mit Alex oder mit Manu, als er dann eine Zeit lang zweite Spitze gespielt hat. Und das ist doch schön. Schade ist, dass wir die Konter dann nicht ganz konsequent zu Ende gespielt haben, weil wir gute Chancen da schon haben liegen lassen. Da hätten wir noch ein bisschen besser agieren können und gut, kurz vor Schluss haben wir dann die große Chance mit am langen Pfosten mit Alexandru Dan und mit Adrianis Treffi, die ja auch beide reingekommen sind. Wäre natürlich eine schöne Geschichte gewesen, wenn einer von den Zweien dann auch noch den Siegerstreffer hier erzielt hätte. Der Christopher Bieber, der war heute gesperrt und er saß in der Kasse und hat Karten mitverkauft, weil das hat er mir gesagt, das würde er machen aufgrund der roten Karte. Das zeigt aber auch, dass er sich in der Mannschaft irgendwie so wohlfühlt und auch im Verein. Er fühlt sich natürlich wohl, sonst würde er, denke ich, auch nicht so viele Tore schießen. Und der Bieber ist einfach ein total positiv Verrückter und ich glaube, der würde einiges für seinen Club hier tun, ja, nicht nur Antrittskarten verkaufen. Ja, und jetzt hoffen wir natürlich, dass nächste Woche in Memmingen nochmal gespielt werden kann und dann das Jahr so richtig positiv zu Ende geht. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Ergebnisse waren, aber ich denke, wir sind jetzt unter die ersten 10 gerutscht. Bamberg lag, glaube ich, zurück und Seligenporten auch. Und dementsprechend haben sich die Jungs jetzt dann auch mit der Tabelle in die ersten 10 geschoben. Und was wir können, das haben wir heute auch wieder gesehen. Und darauf können wir, denke ich, aufbauen. Und es wäre mir recht, wenn wir gegen Memmingen spielen würden, weil wir schon noch ein paar Jungs dabei haben, die haben noch genügend Körner, noch gute Beine. Und dementsprechend schauen wir mal, was das Allgäu nächste Woche noch hergibt. Dieter Wirsching und sein Wunschzettel in dieser Woche kommt von den Toten Hosen. Steh auf, wenn du am Boden liegst. Wenn du mit dir am Ende bist und du einfach nicht weiter willst, weil du Würzburg Radio präsentiert IR Sport Radio IR Radio for you. Ihr Firmen-, Vereins-, Gemeinde-, Künstler- und Bürgerradio.